soll es heute um Gebet gehen. Und jetzt ist es ja so eine Kurzpredigt, so eine Einleitungspredigt. Insofern habe ich nur zwei Punkte mitgebracht. Zwei Punkte zum Gebet, die mir so in den letzten Wochen wichtig geworden sind. Und der erste Punkt ist es, und ich habe es überschrieben, mit Gemeinschaftsgebet. Jetzt haben wir das heute schon wunderbar erleben dürfen, dieses Gemeinschaftsgebet kann verschiedene Formen haben. Eine Form ist auf jeden Fall, wie wir es heute schon praktiziert haben. Wir haben gesungen miteinander. Wir haben zwei Lieder miteinander gesungen, laut alle miteinander. Ich weiß nicht, ob ihr die Texte waren wunderbar, ob ihr die noch im Ohr habt. Wir haben zwei Chorlieder gehört und es wurde sogar gebetet, auch darüber, nämlich in dem einen Chorlied: Ich verdanke dir so viel, mein Gott, hast mich unendlich reich beschenkt. Und wie schön ist, wenn wir diese Lieder auch mitbeten, mitbedenken dürfen. Aber das Gemeinschaftsgebet darf auch, wie wir es danach dann gemacht haben, wo wir miteinander gebetet haben. Und Jesus hat ja versprochen, wo zwei oder drei, heute sagen wir deutlich mehr, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich, und das sagt der Herr Jesus Christus, da ist er mitten unter uns. Jetzt gibt es die Gebetsstunde, wo wir gerne einladen, Samstag 19 Uhr, wenn es bei euch gut reinpasst. Es gibt aber nicht nur die Gebetsstunde, es gibt Hauskreise, es gibt andere Gruppen. Jetzt bei mir speziell, beim Bosch, wir wollen das auch in der Firma praktizieren. Wir stempeln aus eine halbe Stunde und wollen in Gemeinschaft für unsere Chefs, für unsere Arbeitskollegen ganz bewusst beten. Beten, die Themen vor unseren gemeinsamen Herrn bringen. Und der vorhergehende Vers, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, war in Matthäus 18, Vers 20. Entschuldigung dafür, die es gern mitschreiben wollen. Und es gibt aber auch noch einen wunderbaren Vers, der uns ermutigt, auch dieses gemeinschaftliche Gebet, das gemeinschaftliche Gebet für die Firma, für die Regierung zu tun. Und ein schöner Vers steht im Jeremia. Also auch im Alten Testament war das den Geschwistern schon wichtig oder ein Auftrag, nämlich in Jeremia 29, Vers 7 steht: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und jetzt kommt der Auftrag: und betet für sie, also für die Stadt, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Ein wunderbarer Vers und doch eine schöne Ermutigung, das auch zu tun, in Gemeinschaft zu tun. Macht Gebrauch davon und nutzt die Gelegenheiten. Also der erste Punkt, das Gemeinschaftsgebet. Und jetzt haben wir noch den zweiten Punkt, das Gebet alleine. Und da gibt es auch einen schönen Bibelvers dazu, oder es sind eigentlich zwei, im Matthäus 6 in der Bergpredigt, wo danach auch dann das Vaterunser kommt. Da steht in Matthäus 6, die Verse 6 und 7: Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, sieht und wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, dann sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Eine kurze Geschichte dazu. Eines Abends spät merkte ein armer Bauer auf dem Weg vom Markt nach Hause, dass er sein Gebetbuch nicht dabei hatte. Mitten im Wald ein Rad seines Karrens entzwei und es betrübte ihn,
dass dieser Tag vergeben sein sollte, ohne dass er seine Gebete verrichtet hatte. Also betete er: Ich habe etwas sehr Dummes getan, Herr. Ich bin heute früh ohne mein Gebetbuch von zu Hause fortgegangen und mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich kein einziges Gebet auswendig sprechen kann. Deshalb werde ich dies tun. Ich werde 5-mal langsam das ganze ABC aufsagen und du, der du alle Gebete kennst, kannst die Buchstaben zusammensetzen und daraus die Gebete machen, an die ich mich nicht erinnern kann. Und der Herr sagte in dieser Geschichte jetzt zu seinen Engeln: Von allen Gebeten, die ich heute gehört habe, ist dieses ohne Zweifel das Beste, weil es aus einem einfachen und ehrlichen Herzen kam. Und jetzt ist er Geschichte. Aber jetzt, wenn ich unsere Einleitung dafür erzeugnishaft oder sollte erzeugnishaft sein, jetzt möchte ich euch kurz, ich praktiziere das jetzt nicht so, dass ich nur das ABC aufsage. Das sind 26 Buchstaben. Das könnte man machen und Gott würde in unser Herz schauen und wenn wir es ernst meinen, würde das auch verstehen. Aber was mir zum Beispiel wunderbar hilft, ist beim Joggen oder in der S-Bahn, das ABC sehr wohl sich zunutze zu machen. Heißt zum Beispiel, wenn man startet mit dem Buchstaben A, was könnte einem als Gebet für den Buchstaben A einfallen? Jetzt, manche von euch sind immer ganz so gut beieinander, dann denkt man vielleicht an den Arzt, dass der weise ist, A für Arzt oder die Arbeitsstelle. Oder die letzten Wochen durfte man für die Amy einstellen, schreibt man mit A. Die Abiturprüfungen, Sammy, können wir mitbedenken. Unsere Ältesten, oder wenn man dann in Länder, wenn einem gar nichts mehr einfällt, könnte man die Länder durchbeten. Amerika, stehen bald wieder Wahlen an, dass der Herr da gnädig ist. Mit B, Brasilien, wir haben einige Außendienstmitarbeiter, unsere Missionare, die Federolfs dort, für die schönen Blumen, wenn man unterwegs ist, dankbar zu sein. Für die Familie Botosch, schreibt man auch mit B. Tatsächlich, bei C geht es auch noch relativ einfach, für China, den lecker Kaffee, wenn man ihn mit C schreibt. Also man kann erfinderisch sein und vielleicht darf euch das auch helfen, die Gebetszeit, die manchmal sehr kurz und ja, man vergisst die Gebete oder die Themen. Jetzt bei X und Y und Z, man könnte jetzt noch eine Fragerunde machen. Bei X, man könnte für X beliebiges beten. Oder die Musiker unter uns für ein Xylophon. Ich habe letzthin meine Xenon-Scheinwerferbirne tauschen müssen, dass wir ein schönes Licht haben am Auto. Bei Y, tatsächlich, mir ist was eingefallen. Wir haben einen YouTube-Kanal, positiv gesehen. Aber man darf natürlich auch mit unseren Bitten. Das heißt, wenn man mit den Medien herausgefordert ist, wenn man zu viel Zeit damit verbringt, dann darf man auch YouTube vor unseren Herrn bringen und die Zeiten vielleicht ein wenig einschränken. Somit wollen wir uns herausfordern lassen, wollen wir die Zeiten nutzen, erstens zum gemeinsamen Gebet und zweitens wollen wir die Zeiten auch alleine nutzen, mit unserem Herrn in Verbindung zu sein. Und wenn wir das tun, und ich kann es euch bestätigen, wenn wir in Verbindung mit unserem Herrn sind, wenn wir das nicht nur beim Joggen, sondern beim draußen sein, beim Grad irgendwo hingehen, wenn wir die Zeit nutzen und die Verbindung zu unserem Herrn suchen, dann ist es ein großes Geschenk. Amen.